und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Rezept für euch, nämlich einen Brownie-Kuchen. Total lecker und auch noch low-carb mit Avocado, mit Kakaonips. Wenn ihr wollt, ist der Kuchen auch vegan. Da zeige ich euch nämlich gleich, wie ihr die zwei Eier, die drin sind, ersetzen könnt. In diesem Video wird es auch eine Verlosung geben. Und zwar verlose ich einen 50 € World of Sweets Gutschein. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, denn am Ende verrate ich euch, was ihr tun müsst, um in den Lostopf zu hüpfen. Dieses Video ist gleichzeitig auch ein Valentinstagsvideo, denn ich finde, der Kuchen ist super geeignet auch zum Valentinstag. Einfach, wenn man was Schönes und was Süßes verschenken möchte, aber was halt nicht so auf die Hüften geht. Und ich finde es genau dafür richtig. Für den Teig braucht ihr Schokolade, und zwar Zartbitterschokolade, möglichst 70%, Kokosblütenzucker, Instant-Kaffee, Eier oder Chiasamen, Vanillearoma oder das Mark einer Vanilleschote, zwei reife Avocado und Backkakao. Und für den Guss braucht ihr nachher Kokosöl, Ahornsirup, Kakaonips, Backkakao und etwas gemahlenen Ingwer. Ja, und wir heizen uns den Backofen jetzt erstmal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Wenn ihr lieber Umluft benutzen wollt, dann müsst ihr einfach minus 30 Grad rechnen und dann wären das halt 150 Grad Umluft. Ihr benötigt natürlich eine Form, 20×20. Ich habe hier jetzt so einen Backrahmen aufs Backblech gestellt, der ist nicht ganz 20×20. In der Breite ja, in der Länge ist er etwas länger. Da werden sie halt dann etwas niedriger. Oder ihr nehmt eine runde Form, so wie ich es jetzt mache. Und die ist jetzt tatsächlich 20×20. Die Form müsst ihr euch natürlich dann einfetten oder ihr legt sie mit Backpapier aus. Ja, und als erstes müssen wir uns die Schokolade hacken. Einfach damit man sie dann schneller schmelzen kann. Wer einen Thermomix hat, der kann das auch im Thermomix machen. Ja, und ich habe jetzt hier mein heißes Wasser und da stelle ich jetzt die Schale mit der gehackten Schokolade drauf und lasse die einfach schmelzen. Und wichtig ist dabei, dass einfach das kochende Wasser oder das heiße Wasser vielmehr jetzt den Boden dieser Schale nicht berührt. Ganz, ganz wichtig. Und lasst es auch nur heiß werden, nicht kochen und dann ganz langsam die Schokolade schmelzen. Jetzt schneidet ihr euch die Avocado klein und zermixt die einfach in einem Standmixer. Ihr könnt für das ganze Rezept auch noch den Thermomix nehmen, natürlich. Da könnt ihr auch die Schokolade super drin schmelzen, dann habt ihr alles in einem. Also ich schneide mir meine beiden Avocado, die sollten eben schön reif sein, erstmal auf, um den Kern herum und drehe die so auf. Und dann kann man den Kern entweder rausdrücken, meistens fluppt der schon so von alleine raus. Oder wenn das gar nicht gehen sollte, kann man auch mit dem Messer reinhacken und den Kern rausholen. Gerade kurz durchschneiden in kleine Stücke. Das können wir zur Seite tun. Übrigens habe ich einen Kern eingepflanzt bei mir. Also man muss sie erst trocknen und dann muss man sie in Erde setzen und so ein bisschen rausschauen lassen. Und ich habe tatsächlich einen Avocado-Baum, den zeige ich euch gleich mal. Und jetzt könnt ihr euch die Avocado ganz schön hier in den Mixer geben, einfach mit dem Löffel hier rausholen. Dann ist es auch schon gewürfelt, grob. Ich hoffe, das passt jetzt bei mir alles rein. Ich nehme normalerweise nämlich den Thermomix für sowas. Das ist ein bisschen viel jetzt hier für den kleinen Mixer. Dann kommt noch der Zucker, der Kokosblütenzucker mit hinein. Und der Kakao. Und das Ganze vermixt. Super sieht das Ganze jetzt aus, so richtig schön cremig. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr jetzt nicht so einen Standmixer habt oder der auch zu klein sein sollte, auch mit dem Startmixer machen oder halt mit irgendeinem Mixgerät. Oder ihr könnt alternativ auch die Avocado einfach zerdrücken. Ja, und das hier, das habe ich ja eben vergessen euch zu zeigen, das hier ist mein Avocado-Bäumchen. Er ist schon richtig groß und wie gesagt, wir haben den einfach eingepflanzt, den Kern hier unten so ein bisschen rausschauend gelassen und haben ihn einfach vergessen. Und dann irgendwann hat jemand gesagt, Mensch, da ist ja ein Keim. Und jetzt habe ich ihn auf die Heizung gestellt und gieße ihn immer schön, halte ihn immer schön feucht. Und dieses Klima auf der Heizung mag er total gerne, wie ihr seht. Also er ist schon richtig groß geworden. Was ich noch vergessen habe bei den Zutaten, das sind diese, natürlich die 60 Gramm Mandeln, die mit rein müssen. Denn es ist ja kein Mehl im Teig und irgendwie muss das Ganze ja zusammenhalten. Und dann nimmt man sich am besten Mandeln und das schmeckt super und hält dann auch schön zusammen und ersetzt das Mehl. Und ihr könnt euch jetzt einfach eure Rührmaschine hernehmen und dann das gemixte Avocado-Schokopüree und die Schokolade und die Eier und die Mandeln jetzt alle zusammenmischen und dann habt ihr euren Teig. Gebt euch euer Püree hier in die Schüssel. Jetzt gebt ihr euch die Eier hinzu und wenn ihr keine Eier verwenden wollt, also ich nehme übrigens immer Bio-Eier,
Dann nehmt ihr einfach Chiasamen, und zwar ein Esslöffel Chiasamen, vermischt mit 3 Esslöffeln Wasser, und das lasst ihr einfach eine Runde ziehen und ergibt sich ein Chia-Ei. Und das könnt ihr dann unterrühren. Das heißt, ihr müsst dann einfach 2 Esslöffel Chiasamen und 6 Esslöffel Wasser nehmen. Damit könnt ihr dann die 2 Eier ersetzen. Ich werde jetzt die 2 Eier nehmen und zu meiner Masse geben, die im Übrigen total lecker schmeckt. Jetzt rühre ich das schon mal unter, damit das einfach sich schön vermischt. Wer möchte, kann jetzt noch das Kaffeepulver unterrühren. Das kann man aber auch weglassen. Ich lasse es jetzt weg, weil ich die Brownies ja auch meinen Kindern servieren möchte. Und ich lasse jetzt einfach den Kaffee mal weg. Dann gebt ihr euch ein bisschen Vanillearoma hinzu. Oder auch das Mark einer Vanilleschote, die Mandeln. Und natürlich darf auch die Schokolade nicht fehlen. Das wird jetzt einfach alles ganz schön untergezogen. Sollten noch Reste am Rand hängen, könnt ihr das einfach mit dem Spatel unterheben. Ah, ich habe noch den Pinch Salz vergessen. Das muss natürlich auch mit rein. Das könnt ihr noch unterrühren. Eure Form müsst ihr euch natürlich etwas fetten. Ich habe jetzt hier Kokosöl reingegeben. Und damit das nicht anklebt, nehme ich jetzt einfach hier noch ein paar Mandeln und streue das damit aus. Eigentlich genauso, wie man es mit Mehl machen würde, damit einfach nichts anklebt am Ende. Und es gibt auch noch einen schönen Geschmack. Jetzt könnt ihr euch euren Teig hier reingeben. Das Ganze jetzt glatt streichen. Besonders viel aufgehen wird der Teig nicht. Insofern ist das schon okay so. Schmeckt auf jeden Fall super, super lecker. Und der Brownie-Kuchen kommt jetzt bei mir für 25 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Wie gesagt, 180 Grad Ober- und Unterhitze oder 150 Grad Umluft oder könnte auch 160 sein, je nachdem, wie euer Ofen backt. Was ihr natürlich auch machen könnt mit der gehackten Schokolade, und zwar teilt ihr die in 2 Teile auf. Also 60 Gramm sind ja nachher für den Guss, 60 Gramm einfach schon unterrühren, geschmolzen und 60 Gramm gehackte Schokolade dann als Stückchen unterrühren. Dann habt ihr so auch ein paar schöne Stückchen als Crunch in den Brownies. Die restliche Schokolade könnt ihr jetzt hier in eurem Topf wieder schmelzen. Dann gebt ihr etwas Ahornsirup hinzu. Ihr gebt euer Öl dazu. Also euer Fett, euer Kokosöl oder das Fett und auch den Kakao, der noch übrig ist, also die 40 Gramm. Wer mag, kann noch einen halben Teelöffel Ingwer hinzugeben, also gemahlenen Ingwer und eine Prise Salz und das Ganze jetzt schön miteinander verrühren. Mmh. Sowas von lecker. Das duftet total lecker. Eine halbe Stunde ist vorbei und es duftet total gut in der Küche und ich glaube, er ist jetzt fertig. Mein leckerer Brownie-Kuchen und ich bin schon sehr gespannt. Ah, da klingelt es auch schon. Und schaut mal, wie schön er aussieht. Er ist ein bisschen rausgegangen, aber nicht zu hoch und ich finde, er sieht super, super lecker aus und er duftet total lecker. Ich liebe ja Avocado und ich finde einfach, der Duft von diesem Kuchen ist grandios. Ich gebe jetzt einfach schon meinen Guss hier drüber. Und wer möchte, kann sich jetzt noch Kokoanips drüber streuen. Und dann habe ich hier noch leckere Mangowürfel. Die habe ich jetzt eingefroren gehabt. Oder ihr könnt auch das Ganze mit Herzchen verzieren, also Schokoladenherzchen. Aber dazu muss das Ganze natürlich erstmal abkühlen. Ich werde jetzt, glaube ich, die Mangowürfel drauflegen, weil ich einfach finde, dass Avocado, Mango und Schokolade super zusammenpasst. Und Mango liebe ich sowieso sehr und meine Kinder auch. Und ich habe heute ein krankes Kind zu Hause, nämlich die Clara ist krank und zu Hause geblieben. Und die wird sich sicherlich freuen, wenn sie jetzt ein Stück probieren darf. Wir beide probieren jetzt mal und ich bin schon sehr gespannt, was Clara sagen wird. Ich glaube, sie freut sich jetzt auch. Ja. Mit Herzchen. Ja. Oh,
Wow. Boah, da ist übel Schokolade. Ich liebe Schokolade. Boah, das finde ich gut. Und zum Valentinstag vielleicht wirklich eine rote Frucht, also eine Himbeere, würde ich sagen. Am besten tiefgekühlte Himbeeren, weil ja sonst schließlich Himbeeren noch keine Saison haben. Also, der Kuchen schmeckt super schön schokoladig. Man merkt es nicht, dass kein Mehl drin ist. Es sind ja die Mandeln drin. Obendrauf die Kakaonips geben so schön den Crunch, finde ich. Und ja, Früchte müssen auch unbedingt dazu sein, weil sonst ist es einfach zu viel Schokolade. Obwohl, eigentlich... Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für weitere Videos. Drückt auch die Glocke für die Benachrichtigungen. Wenn ihr den 50 Euro World of Sweets Gutschein gewinnen wollt, dann hinterlasst mir bitte in den Kommentaren, was ist denn euer Lieblingsschokoladenkuchen? Könnt ihr euch vorstellen, auch vegan zu backen, ohne Eier, ohne Mehl, glutenfrei, oder ist es für euch vollständig unmöglich und habt ihr noch nie ausprobiert? Würdet ihr euch trauen, das Ganze auch mit Chiasamen zu backen? Und wenn ihr den Kuchen nachbackt, dann vergesst nicht, mir eure Fotos zu schicken. Ich freue mich darüber immer sehr, sehr. Wir sehen uns hier wieder am nächsten Donnerstag. Dienstag gibt es wieder ein neues Rezept auf dem Blog. Montag natürlich den Wochenplan. Und ja, das nächste Rezeptvideo kommt dann am Donnerstag, wie gewohnt, um 15 Uhr raus. Bis dahin alles Gute für euch. Viel Spaß beim Nachbacken und tschüss!